You need to know that I'm a So, wieder halt, Leute, kommt zurück zu einer Ausgabe von Fortnite. Nein, Six Crew 2 sind wir unterwegs. Mein Gott, Six Crew 2 im neuen PvP-Update, was wir uns heute mal anschauen werden. Das kam ja gestern raus und macht es jetzt nicht auch möglich, gegen andere Spieler anzutreten und nicht nur im Koop oder sonstigen Rennen zu fahren, sondern wirklich gegen andere Spieler Rennen zu fahren. Und das Ganze findet man hier im Street Racing HQ. Kann man auch ganz normal übers Menü erreichen. Da gibt es unter den News hier unten momentan den Punkt Live Battle und da kann man dann gegen andere antreten. Und dann geht man einfach hier zu diesem wunderschönen Häuschen hier hin, was hier steht, und dann klickst du einfach zur Live-Schlacht und kannst sie dann deine Disziplin auswählen. Gestern war hier komischerweise noch Destruction Derby oder Demolition Derby dabei als Disziplin. Ich kann es momentan nicht mehr auswählen. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Es war bei mir noch auswählbar. Ich weiß nicht, ob sie das hier immer wieder durchrotieren und dann Demolition Derby wieder reinkommt oder immer nicht. Fände ich sehr, sehr schade, weil ich am liebsten nur Demolition Derby fahren will. Aber ich möchte euch heute auch mal das Rennen fahren, ein bisschen zeigen, wie es denn so funktioniert. Wir haben für Rennen zwei Kategorien an sich hier zur Auswahl. Einerseits haben wir Street Racing. Da sind Straßenrennen und Hypercars drin und dann haben wir normale Rennen und wie ihr seht, ist da gefühlt alles drin. Hier Rallycross, Motocross, Jet Sprint, Powerboat, Touring Car und allem drum und dran. Sagen wir mal, alle anderen Disziplinen sind dann in eine gekloppt worden, was ich ein bisschen schade finde, weil es recht Rallycross und so hätte ich gerne viel ausgiebiger gefahren und da musst du halt hoffen, dass du gerade per Zufall dann in dieses Rennen reinkommst. Der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen ist auch nochmal, dass wir hier, wie ihr seht, unten Kollision aus haben. Wir haben keine Kollision, kein Verkehr. Und hier haben wir Kollisionen, aber auch keinen Verkehr. Und was beide aber gleich haben, eure Fahrzeuge werden, sagen wir mal, maximiert von der Leistung. Egal welchen Score sie momentan haben, sobald ihr in die Online-Lobby geht, kriegt euer den Wagen den maximal möglichen Score in seiner Klasse. Bei den Street Racing-Fahrzeugen wäre es zum Beispiel 280. Also egal welche Teile ihr verdient habt, ihr bekommt trotzdem die Karre Max Out hier im Rennen. Natürlich bekommt man am Ende Fans, Geld und auch Teile für die Rennen, wenn man sie gewinnt oder auch mitfährt. Und dann wird das Ganze noch in ein Ranked-System umgewandelt. Also es gibt kein normales, einfach nur hier ein bisschen zocken so, oder Ranked, sondern es ist alles direkt gerankt. Ihr seht mich rechts, diese vier, die sagt nicht aktuell, sondern aktuellen, sagen wir mal, Level. Das geht bis Platin hoch, hat immer vier Level, das Ganze. Wir sehen jetzt Bronze, Silber, Gold und Platin gibt es. Und das soll einfach dafür auch sorgen, natürlich, dass man gegen Spieler im selben Ranked spielt, damit man eben, sagen wir mal, eine gute Herausforderung hat. Und ich würde sagen, wir schauen heute einfach mal in das Street Racing rein. Wie gesagt, Demolition Derby war hier letztes Mal auch noch aufgeführt. Ich bin einfach zu doof, es zu finden, glaube ich. Wenn es wirklich an mir liegt, gerne mal in die Kommentare schreiben, dass ich zu doof bin und es eigentlich kaum zu übersehen ist. Wie gesagt, gerne reinschreiben, dann finde ich das vielleicht. Aber wie gesagt, gestern war das noch hier. Und es finde ich beim Freestyle-Gedönse, da gibt es nämlich keinen Live-Schlacht-Gedönse. Also da kann ich es gar nicht auswählen. Egal. Wir fahren heute mal Street Racing und gehen da mal rein. So. Man kann Hauptmenü, blablabla. Genau. Plays und Fast Soccer Events, 20 Events. Verliert man keine, wenn man Event verlässt, verliert man Klassenpunkte. Wenn man ein Gleam-Fahrzeug spielt, erhält man keine Performance-Teile als Belohnung. Und so weiter. Genau. So. Auswählen. Wir müssen erstmal. Auto kann ich noch nicht auswählen. Okay, Auto wird gleich ausgewählt anscheinend. Weil jetzt fahren nämlich gerade ganz schön viele den Fender. Guck mal, jetzt wird's gerade. Jetzt sind hier andere Autos. So, wir dürfen jetzt Event wählen. Das ist nämlich die schöne Sache. Man darf nicht abstimmen. Das Problem ist, ich kann mir unter keinem was irgendwas noch vorstellen. Deswegen wähle ich einfach das jetzt hier. Wie gesagt. Ich habe keine mehr, welche Events sind, weil wir haben ja keine Bilder zu den Events. Das würde mir ein bisschen mehr helfen, als wenn ich einfach nur einen Totenschädel sehe. So, und jetzt habe ich eins meiner Autos auswählen. Wie ihr seht, die sind alle. Gut, das sind eh meine Autos, die eher auf 280er Score sind. Aber ich könnte jetzt mal hier zurecht gehen. Wenn ich den jetzt hier nehme mit 207er Score, würde er trotzdem ausgeglichen werden. Oh, welchen habe ich jetzt gehabt? Nein, ich habe es halt. Ich konnte nicht mehr auswählen. Alter, das ist aber ganz schön lang, kurzer Zeitpunkt. Kann ich jetzt. Aber ich kann hoffentlich pro Rennen wählen. Nicht, dass ich jetzt. Die ganze Street Rennen nur den Fall. Jetzt fahr ich halt einen Mustang. Aber hey, ihr wisst, das Ding ist nicht auf 280 gebaut. Er ist jetzt aber 280er Score. Nur so als kleiner Sidefact nebenher. So. Wie gesagt, das Ganze ist komplett ohne Kollision. Im Street Racing hier geht es wirklich nur darum, ja, wer fährt die schnellste Zeit an sich auf der Strecke. Was ich an sich sehr cool finde, weil es sehr kompetitiv ist und wenn man die Forza-Lobbys anguckt. Das heißt nicht Tempolimit. Das weißt du doch, oder? Und wenn man sich so ein Forza mal anguckt, ist es manchmal gar nicht mal so schlecht, wenn man sich so denkt, ja, jetzt mal ohne Kollision wäre das bei Ganze auch mal nicht ganz, ganz so scheiße. Aber natürlich ist ja im Multiplayer auch nicht unbedingt schlecht, wenn man ein bisschen sich mit anderen kloppen kann. Wie gesagt, an Disziplin geht das. Eine Sache, die mich am meisten stört, muss ich leider sagen, ist, dass, sagen wir mal, ich meine, das ist ein Witz, oder? Das ist jetzt gerade ein Scherz, Alter. Ich gehe da um diese Lücke rein, ey. Das ist ja wie bei Forza Multiplayer hier.
dass man halt, sagen wir mal, seine Autos nicht im Singleplayer hochgegrindet hat. Ich habe teilweise Dinger echt geupgradet, weil ich wusste, oh ja, gut, das wird bei PvP vorkommen. Vielleicht machst du schon mal ein paar Autos dafür fertig. Und dann kommt das Update raus und alle und Ubisoft so, ja, ist egal, ob ihr Autos abgegradet habt, wir fahren eh alle mit demselben Score. Also, deine Zeit, die du halt in dieses Leveling gesteckt hast von den Autos, ist halt rein für den Singleplayer. Es hat keinen Mehrwert für den Multiplayer. Also, in der Multiplayer-Speed kannst du auch, wie gesagt, einfach nur das Ding komplett auf Optik tunen. Und ist egal, und es fängt gerade an zu schneien, what the fuck. Kannst du das Ding also rein auf Optik tunen, du musst gar nicht Leistung investieren, weil, wie gesagt, die Autos werden eh alle auf einen Score gehoben. Vorteil ist natürlich, der kompetitive Gedanke ist natürlich, dass alle Autos, oder alle Spiele damit auch auf demselben Level fahren. Das ist auch sehr lobenswert, muss ich auch wirklich an so, sich so sagen. Aber natürlich, wie gesagt, ist natürlich das ganze Grinden und so, was du gemacht hast und wofür das Spiel ja eigentlich steht, ein bisschen für die Katz gewesen, muss ich sagen. Und momentan verkacke ich ziemlich gerade, was liegt auch daran, weil ich gerade echt böse Fehler gemacht habe. Dementsprechend. Aber ihr seht, der Mustang geht gut, den hat man auf dem Score auf keinen Fall getunt, das wisst ihr ja. Der ist ja normalerweise nicht 280er Score gewesen, habe ich bisher nicht mal angepackt gehabt. Dementsprechend. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Motorräder ganz schön OP sind in der Klasse. Irgendwie so eine Gefahr, die ich mir gedacht habe, dass das passieren könnte, dass die Motorräder ein wenig zu stark sind. Aber sind wir mal ehrlich, die können sich halt viel mehr umgucken. Und wenn es keine Kollision gibt, haben sie halt auch keinen Nachteil, ne? Weil da kannst du sie mit dem Auto halt auch nicht aus dem Leben kicken. Wie gesagt, bei der Mix-Playlist, da ist es ja damit drin. Da ist lustigerweise Street Racing auch mit drin. Also ich finde da komisch, dass Street Racing da auch mit drin ist und dann nicht da rausgenommen worden ist, um alle anderen Disziplinen mehr Zeit zu bieten. Nee, Street Racing hat da auch immer noch den größten Teil. Klar, ich denk mal, sag mal so, dass man nicht 50.000 verschiedene Plays macht, hat den Grund, dass man die Spieler nicht splitten möchte, also nicht dafür sorgen möchte, dass, ja, sagen wir mal, in den Lobbys keine Spieler vorhanden sind, weil alle sich auf 50 unterschiedliche Spielvarianten aufgeteilt haben. Das hat, macht an sich auch Sinn. Aber ja, hat natürlich dadurch den Nachteil, dass viele Disziplinen gar nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie hätten bekommen können. Weil zum Beispiel, wie gesagt, Rallycross hätte ich gerne eigene Disziplin gehabt, weil ich Rallycross super cool finde und ich mir gut vorstellen kann, dass das Multiplayer ultra gefetzt hätte. So, ja, Fünfter geworden. Naja, ist schon nicht so gut gewesen, aber waren auch einige böse Fehler bei. Dementsprechend muss ich auch ein bisschen einfahren, ne? Ich muss auch wieder ein bisschen reinkommen. Ach, ist geil, sogar die ganzen Erstplatzierten hier, deren Autos gezeigt werden. Das finde ich ganz geil. Ein bisschen Geld, wie ihr seht, wir bekommen auch Teile dafür, haben aber keine Punkte fürs Rank bekommen, also wir waren jetzt anscheinend nicht so gut und man kann natürlich jederzeit wieder rausgehen, also nach dem Rennen kannst du sagen, ja, das reicht jetzt für mich, ist jetzt keine Festplay, also ab hier kann man jetzt, wie ihr seht, rausgehen und komplett sagen, ich möchte jetzt was anderes fahren und spielen, das geht auch, das ist also jetzt keine 5 Rennen hintereinander, die du fahren musst, sondern du kannst auch für ein Rennen mal reingehen und so, das finde ich an sich cool, dass halt wirklich so ein laufende Playlist ist, wo du immer mal wieder reingehen kannst und mitfahren kannst, das ist schon an sich gut gemacht, da kann man nicht meckern, muss ich sagen. Das finde ich schon sehr lobenswert. Und an sich das System finde ich auch gut. So, was machen wir denn jetzt? Komm, nehmen wir Bronx einfach mal. Eine Sache, die mir aber ein bisschen negativ auffällt, ist, wir haben keine Minigames. Also ich würde sie nicht groß spielen, das muss ich sagen. Aber an sich, komm, nehmen wir den Waffle und Porsche. An sich geht es mir halt eher da. Fahre ich jetzt echt nur gegen einen Gegner? Das ist ein Scherz, oder? Ich fahre gegen nur einen Gegner. Schön, dass die Lobby jetzt schon nicht voll ist. Minigames fehlen, also das war beim ersten Teil ja drin und jetzt halt wirklich nur dieser rein kompetitive Gedanke, fahr gegen andere Spieler. An sich lobenswert, an sich aber auch für so einen Arcade Racer immer ganz geil, wenn man so ein paar Mini- und Fun-Games drin hat und das geht jetzt mit Tool 2 momentan gar nicht, was ein bisschen schade ist. Jetzt hab ich halt nur einen Gegner, boah, die Karre schmiert halt wie blöde, erst recht gegen Motorradfahren ist halt unfair, aber es liegt Schnee, also theoretisch kann ich das Level zu meinem Vorteil nutzen. Da vielleicht doch noch mal was gut machen kann. So, Sprung nehmen wir hier nicht mit. Das können wir ja mittlerweile. Das Rennen nutze ich ja, habe ich immer zum Grinden genutzt. Dementsprechend kennt man die Strecke, ja. Den Vorteil, den die Autos gegenüber den Motorrädern haben, ist mehr Topspeed. Die Motorräder schaffen alle den, nicht den Topspeed von den Autos. Ist natürlich auf 3/4 Strecken gar nicht machbar, also da mit dem Auto überhaupt ranzukommen. Aber ja, das ist ja dann wieder was anderes. Na gut, er hat einen Fehler gemacht. Na, erste Runde geht schon mal an mich. Mal gucken, wie es zweite Runde geht. Wenn man nicht rammen kann, ist cool, weil... Was soll das? Also, ich hätte es cool gefunden, wie gesagt, hätten wir jetzt normale Spiellisten gehabt und Ranked. Also, wenn wir Ranked hätten, okay, die wollen jetzt um Rangliste fahren,
Dann ohne Rahmen meinetwegen. Weil es ja dann eben wirklich um was geht. Wenn die Leute einfach zeigen können, was sie für Fahrerskill drauf haben. Ach, shit. Und wenn es dann halt die Fun-Play ist, gibt dann halt mit Kollisionen und sowas. Das gibt es ja in anderen Playlists, da werden wir auf jeden Fall auch noch reinschauen, bin ich sicher. Aber ich find's lustig, dass das Lobby jetzt schon beim zweiten fucking Rennen nicht mal mehr voll ist. What the fuck, ey. Also so hat davon ich schon so ein bisschen Schiss, weil The Crew 2 hatte jetzt nicht unbedingt die Archivspielerschaft mehr am Ende. Und ich weiß ja nicht, wie ich Demolition Derby fahre. Ich würde ja gerne Demolition Derby fahren. Ach shit, ey. Aber knappes Rennen, ey. Ich bin am Motorrad dran geblieben. Wir sind am Motorrad dran geblieben. Also, es ist machbar, aber du brauchst halt Strecken, wo wirklich, ja, es viel auf Speed geht. Also wir hatten jetzt sehr lange Geraden, da hatte ich immer meine Vorteile, da kam man immer wieder ein bisschen ran. Aber ey, wir sind zumindest mal im Endscreen zu sehen. Und es gab wieder keine Punkte. Wann krieg ich denn Punkte? Nur mit dem Sieg? Also ich meine das jetzt sehr ehrlich, krieg ich nur Punkte mit dem Sieg? Das wäre komisch. Das wäre wirklich komisch. So, jetzt warten wir mal, ob die Lobby mal wieder voll wird. Momentan tut sich da nicht mehr nichts. Wir gehen einfach mal raus und suchen eine neue Lobby, weil sicherheitshalber. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock, immer nur Rennen gegen einen zu fahren. So, aber kurz, wie gesagt, die Destructive Lobby ist ja nicht zur Auswahl. Das war gestern noch da. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Bitte aufklären. Vielleicht habe ich es einfach nur übersehen. So, suchen wir mal was. Erstmal ein Schlückchen Kaffee. Ja, war Zeit gerade. Ich muss so sagen, wir haben 9 Uhr morgens. Also, klar, viele Leute gehen jetzt arbeiten, aber ich weiß ja nicht, ob ich nur mit Leuten aus der EU spiele. Das ist halt die Frage, wie die Server aufgebaut sind. Wenn ja, dann ist halt problematisch, dass die meisten Leute jetzt normal arbeiten sind. Und ich bin halt auch am Arbeiten. Unterstützt meine Arbeit. Einen Spieler gefunden. Bitte nicht dasselbe wie gerade. Das gibt's ja nicht, Alter. Wie kann ich denn keine Spieler finden? Ich gehe wieder raus. Das kann ja jetzt nicht sein, dass die Lobbys jetzt schon leer sind um die Uhrzeit. Ey, Junge. Also das fände ich leicht beknackt. Okay, komm, dann guck mal in den anderen Disziplinen, ob da schneller Spieler gefunden werden. Einfach mal so probehalber. Haben die Leute da mehr Bock drauf? Ich habe echt, glaube ich, eine falsche Zeit zu spielen gesucht. Ach, komm schon. Das kann doch jetzt keiner aktiv spielen, oder? Einen Spieler gefunden. Das ist gar nicht mal so geil. Junge, was ist denn hier los? Ich kann jetzt nicht sagen, dass die Server jetzt schon leer sind. Das wär aus meiner Sicht sehr, sehr traurig. Es schneit gerade. Wunderschönes Wetter hier. Läuft hier keine Sau rum. Wir waren doch vorher noch ganz viele Spieler am Rumlaufen. Wo sind denn alle hin? Jetzt geht PvP-Spiel, die Assis. Das kann doch nicht mein First Look zum PvP sein, dass ich gar kein PvP spielen kann. Was ist das denn hier? Ich will rennen fahren. Los. Wir hatten doch gerade eine fast volle Lobby. Wo sind die denn jetzt alle hin? Arbeiten oder was? Nehmt euch mal frei, macht mal krank, das lohnt sich. Ah, 7 Spieler gefunden. Urplötzlich habe ich doch ein Lobby. Geil, okay. Ach komm, nehmen wir einfach das hier. Scheiße drauf. Das hat ein anderes Logo, das reizt mich mehr. Ja, ich bin nicht der Einzige, der das reizt. Okay, vergessen wir meine Aussage. So. Habe ich ja doch wieder mal Spieler gefunden. Wir nehmen jetzt mal, habe ich ein Motorrad überhaupt ein schnelles? Ich bin Motorrädern scheiße, ich fahre F40. Ich bin Motorrädern einfach scheiße, ich fahre jetzt F40. Ganz einfache Kiste, was haben wir denn? Aber schön, dass wir hier so durchscrollen können, die anderen Autos der Gegner sehen. Das ist ganz cool gemacht, dass wir da schnell durchschauen können. So. Live Battle. Ich habe mich aber auch gewundert, wenn die Server jetzt schon leer gewesen wären. Hatte ich gerade einfach nur kein Glück, dass keine Lobby gerade frei war, oder dass die gerade ein Rennen waren. Das kann ja auch immer sein. Und durch dieses einfach rein raus switchen ist natürlich auch die Gefahr, dass mal schnell Lobbys leer werden. Weil du ja an dich nichts gebunden bist in dem Moment. Außer wenn du ein Rennen rausgehst, dann verlierst du was. Oh, wir haben nur ein Motorrad dabei. Ja, das könnte ja mal ein geiles Rennen werden jetzt sogar. Das könnte ja sogar mal ganz geil werden, wenn nur einer Motorrad fährt. Oh, der Klang von F40 ist halt schon ganz fett, ey. Oh, natürlich. Ich bin konsequent ein Typ, der gegen jede Kante bocken muss, ey. Das ist schon seit Forza so. Das ist halt einfach Speed schon so. Underground hat mich geprägt. Underground ist schuld, dass ich gegen Kanten fahre.
Aber ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Level mal aufsteige. Also, ich habe ja gerade zweiter sogar gebaut und habe keine Punkte für meinen Rank bekommen. Ich weiß nicht, wie viele Rennen man dafür fahren muss. Weil haben wir ja gerade auf den Tipps gesehen, dass wir damit auch mehr Geld und Fans bekommen. Und wir wollen mehr Geld und Fans, weil wir sind Fame geil. Wusste ich, dass es gerade rechts rum geht. Es geht geradeaus weiter. Manchmal kann man nicht sehen, wo es lang geht, weil der nächste Checkpoint so spät angezeigt wird. Oh nein. Ach, natürlich. Ich bin jetzt nicht der einzige Idiot. Ich bin jetzt nicht der einzige Depp diesmal. Diesmal war ich nicht der einzige Trottel. Alle anderen waren genauso behindert wie ich. Ich kenne die Strecke halt null. Also im Gefühl kenne ich die Strecke gar nicht. Ich bin jedes Mal begeistert, wo irgendwelche Checkpoints aufploppen. Okay, auch wieder ein Rundkursrennen. Also zwei Runden. Nein, nein, Ferrari, hör doch auf, Scheiße zu bauen! Bruder! Schade, dass er mich einfach mal schneller resettet, ne? Ich habe gerade die Taste nicht gefunden. Es wäre ja schön, wenn das Spiel mich einfach automatisch resetten würde, wenn ich gerade auf dem Dach liege. Oh Mann, ey, jetzt habe ich meinen ersten Platz wieder weggeworfen, weil ich kann auch meinen scheiß Frontflip zu machen. Oder Backflip, ich weiß nicht mehr, was sie gemacht hat. Ich war zu aufgeregt. Ach nö! Aber es macht schon Bock. Also ich habe echt nicht gedacht, dass ich, sagen wir mal, PvP das Spiel wieder ans Leben holt. Aber dieser kompetitive Gedanke, dass ich halt gegen echte Spieler fahre und nicht gegen diese scheiß KI. Man muss halt leider sagen, die KI wird halt verbessert jetzt nochmal, aber an sich in den meisten Rennen ist sie halt nicht wirklich bemerkenswert. Und wenn du halt wirklich gegen Leute fährst, die halt wirklich fahren, vernünftig, dann macht es halt schon mal ganz, ganz anderen Spaß. Und dementsprechend, ich denke mal, dass... Ich werde auf jeden Fall mal wieder einige Folgen bringen, wo wir PvP und so zocken, weil das ist auch eine schöne Sache, um auch Geld zu verdienen, Respekt zu verdienen. Man hat trotzdem eine Menge Fahrspaß, schätze ich mal. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ah, komm, zieh mal das Motorrad noch ab. Ja! Ich bin schneller als das Motorrad oben rum. Top Speed, Bitches. Das wäre der Vorteil von den Autos. Ja! Zweiter geworden, obwohl ich so viel Scheiß gebaut habe. Ich hätte locker den Sieg reinholen können, hätte ich die Kacke da nicht gebaut. Obwohl, ich bin nicht mal dran schuld, das war der Ferrari. So, wir schieben es aufs Auto. Ich habe da gar nichts, ich habe da gar nichts mit zu tun. Ich habe überhaupt nichts mit zu tun. Ah, kann auch die Infos hier durchschalten, welchen Rang man gerade ist, welches Fahrzeug man gefahren ist. Aber es wird komplett der Score angezeigt und an sich wird auch angezeigt, dass die Max aussehen. Also ich kann mir vorstellen, dass irgendwo noch Playlists reinkommen, wo das nicht so ist. Also dass man wirklich mit eigen konfigurierten Fahrzeugen fährt, aber momentan ist halt nicht so der Fall. Ferrari Doppelsieg, so muss er. Jetzt haben wir sogar Punkte bekommen. Wir haben 11 Punkte bekommen. Woher? Wir steigen auf. Und es, ey, 23.000, nur 3.000 Fans. Ey, das ist gut. Das lohnt sich echt. Krass. Also lohnt sich wirklich. Es reicht, wenn du noch höher rankst, bist, kriegst du ja mehr Geld und mehr Fans. Also wenn du hier wirklich richtig Zeit reinsteckst, machst du hier echt gut Money mit, ey. Monetas. So, jetzt bleibt bitte mal alle in der Lobby und verpisst euch nicht jedes Mal. Das wäre ganz geil. Ich weiß, habe ich auch gemacht. Das war nur ein... Ey, drinnen bleib. Ich schwör's euch, ich hol den zurück, ey. Ich geh an deinen PC und lock den wieder ein. Und wenn der das Rennen nicht mitfährt, das ist ein Spieler dabei. Das gibt Punkte. Er muss auch mal an die anderen Spiele denken. Nicht nur an sich selber, ne? Auch andere Spieler wollen hier mal ein Level up haben. Alle nämlich nur Bronze 4. Der 8 ist interessant designt. Pff, Bronx, komm. Hypercar, oh ja, Hypercar. Bitte macht Hypercar, kommt schon. Bitte. Leute, da steht Hypercar, seid ihr eigentlich behindert? Jetzt geht da rechts. Danke. Noch einer. Ah, sehr gut. Wir fahren Hypercar, dankeschön. Problem ist, die Hypercar sind natürlich relativ lang, aber ist mir egal. Wir können jetzt mal unsere Autos fahren. Ach komm. Weil er maxt, er wird ja maxed out, also ist ja alles gut. Da können wir den Jankel Ferrari mal fahren. Da kann man den Jankel Ferrari ruhig mal nehmen. Weil er ist jetzt maxed out. Oh, die Lobby ist sogar voll. Geil. Es waren nur 8 Spieler-Lobbys, aber es reicht ja an sich. Also, das Gute ist, dadurch brauchst du noch nicht so lange, bis ein Lobby mal voll ist. Und 8 Spieler reichen dir. Das reicht, wenn du eh nur groß bist, ist ja eh egal. Bei den anderen Lobbys, wie gesagt, da werden wir auch nochmal in eine andere Folge reinschauen. Weil ich mir das auf jeden Fall auch nochmal angeben möchte, wie das so aufgemacht ist. Und wie das so funktioniert und wie sehr das Crash-Verhalten da so funktioniert. Weil da wird es auf jeden Fall gut Chaos geben in dem Mix-Gedönse. Dass wir die ganze Zeit natürlich gerade Winter haben, ist natürlich jetzt nicht zuträglich zu dem Grip dieser Fahrzeuge. Man sieht allein schon die erste Kurve und da kannst du dir ungefähr mal zurechnen, wie es passieren würde, wenn wir Kollision anhätten. Alter, das wird so hart scheppern.
Ja, das ist das Schild, was gerade schon mal mitgenommen wird. So, die Hypercarrieren sind ja relativ lang, aber ich habe hier auch bisher fast mit keinem Max-Out-Fahrzeug gefahren. Genieß die Führung. Du hältst sie nicht lang. Warum spricht Theo mich darauf an, dass ich die Führung nicht so lange halte? Mobb die anderen Fahrer, nicht mich. Boah, und werde... Irgendwie habe ich gerade mega Spaß. Ich weiß nicht warum. Aber Six Shoes 2 ist jetzt... spielt sich jetzt ganz anders. Also das Fahrverhalten wurde eh nochmal abgeändert, das nebenbei mal so erwähnt. Aber ja, dieses Kompetitive oder das Gegeneinanderfahren ist halt so ein Punkt. Ich weiß nicht, den Rennspiel, den hat bei, früher hat es bei mir keinen großen Reiz gehabt. Ich war wirklich keiner, der online gespielt hat und irgendwie dieses PvP brauchte. Seit vor 2004 bin ich aber ultra auf dem Trip, dass ich PvP mag. Und wirklich ultra gerne spiele. Alter, also, die Tür liegt echt schnell. Ultra gerne spiele, weil... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, war so klar. Ultra gerne spiele. Das hat echt einen Reiz, sich gegen andere Spieler zu beweisen. Und das geht mir jetzt halt hier bei Six Shoes 2 genauso. Das hat mir echt gefehlt, weil du hast... Es war zwar so ein Multiplayer-Spiel, aber irgendwie hast du dich trotzdem so einsam gefühlt, wenn du jetzt nicht mit Freunden unbedingt gezockt hast. Und dementsprechend feiere ich das jetzt hier gerade schon sehr, weil es echt gut Spaß macht, ey. Und es mir zeigt, dass ich gar nicht so scheiße bin. Obwohl ich ziemlich viel scheiße fahre, bin ich gar nicht mal so schlecht anscheinend. Ah ja, krieg die Kurve mal nicht, Kollege. Und tschüss. Ja, wenn man ein bisschen die Map beobachtet, weiß man nicht, was für Kurven auf einen zukommen. Natürlich ist die Mauer massiv. Der fucking scheiß Metallzaun. Ich kann vorher durch ganze Häuser durchfahren, dann geht das natürlich nicht. Sieg wäre natürlich geil hier am Hypercar. Sieg im Hypercar wäre sehr sexy. Ich denke mal, das Rote in dem Namen bei der Rangliste wird sein, dass der aus dem Lobby raus ist. Ich behaupte. Alle Spieler wissen, dass er einfach das Rennen geliefert hat und jetzt dafür eine Strafe bekommt. Es gibt wirklich eine Strafe dafür. Du bist wirklich downgerankt damit. Also dementsprechend, wenn ihr nicht mitfahren wollt, vor dem Rennen rausgehen, nicht mitten im Rennen. Natürlich, ich weiß nicht, wie es ist wegen Disconnect und sowas, wie das Spiel es dann handhabt. Ich hoffe, dass es dann nicht zu hart ist im Spiel, aber ja, da kannst du ja dann in dem Fall nichts für. Eigentlich müsste das Spiel das erkennen, woran es liegt. Okay, momentan kann ich meine Führung gut halten. Momentan fahre ich aber auch relativ gut. Da muss ich mich jetzt gerade mal selbst loben. Momentan fahre ich relativ schön. Oh Gott, boah, das war nicht die Absicht. Boah, die Wiese war ganz schön böse rutschig. Da ist die Kante, gegen die ich nicht gegenfahren sollte, aber die geht auf keinen Fall kaputt. Der Grund ist Beton und Beton wissen wir grundsätzlich in dem Spiel. Das lassen wir mal in Ruhe. Beton machen wir mal nicht, ne? Beton lassen wir mal schön in Ruhe. Oh Gott, da kommt noch einer. Scheiße. Wehe, ich verliere jetzt noch den Sieg am Ende. Ich raste aus. Komm schon. Ja, er ist doch in den Zaun gefahren. Boah, er ist doch gegen den Zaun gefahren. Alter, hätte mir jetzt am Ende den Sieg noch weggenommen. Wäre ich innerlich ausgerastet. Da wäre ich jetzt aber gerade, da hätte ich aber jetzt gerade meinen inneren Meltdown gehabt. Da wäre jetzt aber Finito gewesen, Junge. Oh, Gott sei Dank nicht. Ich weiß nicht, was mit meinen Außenfrauen los sieht. Das sieht nicht so gut aus. Sie ist voller Schnee. Das sollte ich vielleicht rausholen. Aber, oh, Gott sei Dank. Damit bin ich zufrieden. Okay. Wir haben Rennen gewonnen. Das ist geil. Also an sich, ich habe wirklich Spaß am PvP. Also ich glaube, das werde ich auf jeden Fall ein bisschen aktiver mal spielen wieder. Ich glaube, ich werde Six Shoes wieder ein bisschen mehr Zeit abverlangen. Das Gute ist, man kann ja jetzt auch Autos kaufen und ohne sie zu upgraden. Wenn du sie eh nur für PvP nutzt, brauchst du nicht upgraden. Das macht das Spiel ja schon für dich. Was ganz geil ist. Ah, ja, sehr schön. Guckt euch das an. Sieg. Wieder nur 11 Punkte. Warum gibt es genauso viel wie für den zweiten Platz? Aber 25.000 gibt es dafür. Gut, war ja auch ein Hypercar-Rennen, ne? War ja auch ein Hypercar-Rennen. Aber das hat jetzt Bock gemacht. Das war geil. Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube mit PvP werden wir wieder ein paar mehr Folgen machen. Ich glaube, da habe ich Lust drauf. Ich würde das ja auch gerne zusammen mit euch streamen oder spielen. Das Problem ist, es gibt keine Private Lobbies und sonstigen. Und ich weiß noch nicht, wie das mit dem Crew-System funktioniert. In die Crew kann man ja auch nicht unmännlich viele Leute einladen. Also an sich, ich glaube, mit Community-PvP-Zocken ist momentan noch nicht so drin. Weil ich kann euch hier nicht reinladen. Es gibt keine Lobbys, die ich erstellen kann. Sonstige Spielgrenzchen. Dementsprechend ist es, glaube ich, noch nicht möglich. Wenn es möglich ist, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren erklären, wenn ihr sagt, ja doch, ist möglich, dass du mit anderen, mit 7 Freunden das Ganze spielst. Dann sehr gerne in die Kommentare damit, dass ich darauf eingehen kann. Dann können wir das an sich gerne machen, aber wie gesagt, momentan sehe ich keinen Weg, dass es möglich ist.
Weil es eben über dieses ganze Lobby-System hier funktioniert. So. Cole Gables. Und würde ich sagen, das letzte Rennen, was wir fahren. Und wir nehmen jetzt mal, was nehmen wir denn mal Schönes? Man hat halt einfach viel zu wenig Zeit. Das ist halt einfach echt der Punkt. Komm, nehmen wir den Megan. Ja, man hat zu wenig Zeit. Es ist wirklich so. Also, ich nerv bei Forza schon, aber also Crew 2, 3 ist echt auf die Spitze, was die Countdown angeht. Es reicht, wenn du so dutzende Autos hast, wie sollst du denn da gucken, welches du nehmen willst? Das reicht, du kannst ja jedes nehmen, ist ja egal wegen dem Score. So. Gucken wir mal, was den Megane hier so in der Klassiker in der SLM erklären. Hier, die typische Konkurrenz hierfür. Okay, erstmal Respin des Todes. Das ist schon mal nicht gut. Also ich kann schon ruhig sagen, drei Viertel der Online-Community von The Crew 2 weiß nicht, was eine Bremse ist. Es fällt mir in jeder... Boah, Alter. Ist das hier am Schieben. Fällt mir in jeder Kurve auf, dass die Gegenspieler konsequent in alle Wände bocken, die sie nicht finden können, ey. Ja, da sind die nächsten schon wieder weg, weil sie gegen Betonpfeiler geklatscht sind. Und ich hier ganz entspannt ein bisschen am Bremsen. Und schon kriege ich komischerweise eine Kurve. Das ist aber komisch, dass Kurven so funktionieren, dass man sie mit... Ja, optimale Geschwindigkeit besser bekommt. Ich weiß gar nicht wieso. Die Vorräder gehen halt ab wie Sau. Wie gesagt, die haben im Topspeed halt den Nachteil. Beschleunigen sind zu stark. Sobald es auf längere Geraden geht, haben sie halt dann ein Problem. Hat sich der erste gerade mal schön verfahren. Sehr gut. Oh, fuck. Irgendeine Kante muss ich wieder mitnehmen. Also ohne Kanten geht nicht mehr. Ich fühle mich da sehr unwohl, wenn ich nicht einfach irgendwo meinen Kopf gegen kloppen kann. Da muss was sein. Oh, fuck, 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 fuck. Aber an sich werden die Autos von den Gegnern sehr gut dargestellt. Also leckt keiner rum, ruckelt komisch. Ich sehe selbst Nitroflammen im richtigen Moment. Also... Das sieht alles sehr synchron aus. Also kann ich mir vorstellen, dass die andere Lobby ganz gut funktioniert, was das Thema angeht. Das ist ja auch immer so eine Sache, wie die Abfrage aussieht. Also ich habe mein Torwartfahrer gerade auf Fresse gelegt, aber wurde gerade respawned. Ja, so lang, ey, die Rennen sind alle ganz schön lang, die hier fahren, ey. So ist das richtig. Ja, komm, der Megane zieht der Kura ab. Gib ihm. Aber auch durch Ecken, wo du auch gefühlt überall hängen bleiben kannst. Ne? Spiel liegt auch gerade nicht darauf an, dass die Spieler nur Scheiße bauen. Hoppala. So, F12 an mir vorbei. Ist wirklich ein Rundkursrennen? Alter, wie lang ist das denn? Ne, jawohl. Doch, könnte echt ein Rundkursrennen sein. Krass, okay. Okay, die Reifengeräusche sind manchmal ein bisschen komisch, aber alles gut. Ich fahre gerade mit dem Megane S um den Sieg. Ich möchte es betonen, wir fahren Ferrari F12 und Co. mit. Rudersteuern ist ja auch nicht mal das Problem mit der Kiste, weil das Ding hat ja Allradlenkung. Dementsprechend hilft ja eine Hinterachse ganz gut mit, dass es nicht passiert. Die Allradlenkung funktioniert ja auch, wie wir im Video zu dem Wagen gesehen haben. Ey, die Rennen sind ganz schön lang, krass, ey. Ja, komm, der einzige fucking Baum auf der ganzen Welt. Das ist der einzige Baum, das andere sind keine Bäume. Das andere ist einfach Styropor. Ja? Den scheiß Baum baller ich natürlich gegen, ey. Mann! Das nervt mich jetzt schon wieder, dass ich schon so inkompetent bin. Gerade noch um den Sieg mitgekämpft, jetzt kämpfe ich wieder am Platz. Okay, Platz 3 ist gerade irgendwie weg. Nee, durchdrehen Reifen. Wir haben aber auch echt Glück mit dem Wetter, ne? Dass die ganze Zeit Schnee liegt, ist halt echt geil. Weil du einfach nur im Grip am Kämpfen bist, dass die Karre hier nicht konsequent am Durchdrehen ist. Ja, gucken wir mal, ob wir noch vorne rankommen. Ist also, man kann ja auch Fehler der Gegner auf, ne? Man kann ja immer hoffen, dass der Gegner mal hier meint, oh, ich bin mal ein bisschen sehr motiviert für die Kurve und ein bisschen Scheiße baut. Das gibt's ja, ne? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Da haben wir gerade das gute Beispiel dafür. Da war nämlich die Hauswand einmal ein bisschen im Weg.
Da wurde mal wunderschön ein Wagen in den Wagen gehen. Gecheckt, so muss das sein, liebe Leute. Einmal in den Wagen, knack, gegen die Hauswand. Easy going. So macht man das heutzutage. Cool Kids von heute, nehmen wir die Hauswände mit, ne? Gibt keine härtere Droge als Kopf gegen die Hauswand zu kloppen. So. Was nämlich gar nicht so gut geht, richtig erwartet, ey. Der fährt sich echt angenehm. Bisschen dieses Untersteuern und durchdrehende Reifen ist ein bisschen nervig hier und da. Aber im Großen und Ganzen fährt er sich sehr angenehm. Oh, Bruder. Oh, Bruder, nein! Wie sende ich mich? Welche Taste ist das? Oh, RB und LB. Ich habe die Taste nicht gefunden. Ich wusste nicht, wo Resetten ist. Ich wusste die Reset-Taste gerade bei den Scheißspielen nicht. Ach, Mann, ey. Das ist das Spiel ja nicht selbst reset, wenn man halt 5 Kilometer neben der Strecke liegt. Ja, nur Vierter geworden. Und das Ziel ist da hinten auch... Ach, komm. Jetzt ist alles scheiße gelaufen. Wir haben Vierter. Oh. Eieiei. Ja, okay, wenn ich mal weiß, wo die Resetten ist. Ey, normal ist es halt entweder die Select-Taste, das Y oder sonst die Game und nicht RB, LB zusammen, aber... Ja, nehmen wir das Resetten funktioniert schneller. Das haben sie ja auch gepatcht, falls sich das interessiert. Hat man gerade vielleicht gesehen. Ich zeig euch das zweimal. Ach Mann, ey, da fährst du um den Sieg mit und dann um den zweiten und dann den dritten und dann verkackst du halt vollkommen am Ende. Ach, scheiße hier. Na gut, da kann das Spiel nichts für. Ich bin kacke gefahren. Gut, beim Sprung hat es mich ein bisschen doof versetzt. Na, kann ich. Ich schieb's mal so ein bisschen drauf, aber. Naja, im Großen und Ganzen war okay. Also, wie gesagt, ich hätte da locker gewinnen können. Kacke. Ja, gab deswegen auch keine Punkte. Aber, ich würde mal sagen. Das wäre es für die erste Folge vom PvP-Modus. Wie gesagt, ich denke mal, mit dem PvP mache ich eine eigene Videoreihe, da es da am meisten Sinn macht, weil ich da, wie gesagt, Bock drauf habe, euch ein bisschen mehr zu zeigen, auch ein paar neue Autos zu zeigen und allem drum und dran. Da werden wir einiges in Zukunft machen und ja, ich denke mal, nächste Folge schauen wir uns mal die andere Rangliste an, hier die Rennen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben da und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei Let's Play The Crew 2 wieder. Bis dann. Tschö, tschö.